bin Bernd von wasserspatz.de und ich begrüße dich zum 18. Teil der 4. Staffel Tauchsafari Rotes Meer. In dieser 4. Staffel sind wir, Cornelia und ich, mit dem Safariboot MY Blue wieder eine Woche auf dem Roten Meer unterwegs. Die Links zu den Playlisten der ersten 3 Staffeln findest du in der Infobox. Wir sind immer noch bei Sharp El Erg, am Tauchplatz Dolphinhaus. Da wir bei den letzten beiden Tauchgängen keine Delfine gesehen haben, wollen wir einen weiteren Versuch unternehmen. Wenn du wissen willst, ob uns diesmal gelungen ist, Delfine zu sehen, dann bleib dran. Es ist kurz nach 6 Uhr morgens und wir sind bereits im Wasser. Eine wunderschöne Riesenmuschel. Hier beobachte ich mal einen Rotfeuerfisch. Ich möchte die Chance nutzen und noch eine Makroaufnahme machen. Weiter geht's, der Gruppe hinterher. Ein Loch im Sand mit 2 Bewohnern. Mal sehen, wie nah ich an sie rankommen kann.
ein alter Bekannter der Blaupunkt-Stechuhren. Ein weiteres Loch im Sand. Auch hier ist etwas im Sand verborgen. Was das pulsierende Etwas wohl ist, sieht aus wie eine umgedrehte Qualle, oder doch nicht. Nach einer Stunde sind wir zurück an unserem Safari-Boot. Auch diesmal gab es wieder keine Delfine. Das war der 18. Teil der 4. Staffel Tauchsafari Rotes Meer. Wenn dir der Film gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, ebenso freue ich mich über jeden Kommentar. Wir fahren ein Stück weiter Richtung Hurghada. Dort wollen wir bei Umgama unseren letzten Tauchgang für diese Safari machen. Wenn du wissen willst, was wir da gesehen haben, dann solltest du den Kanal abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.